Willkommen zurück, meine verehrten Zelda-Fans. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von The Legend of Zelda A Link to the Past und heute hoffentlich mit weniger Frustration als beim letzten Part. Ich hoffe, ihr seid bereit, denn wir sind im Swamp Palace. Ich hoffe, dass Shrek uns hier nicht rauswirft. Und ja, beim letzten Ersteinblick, den wir hatten, musste ich ja sagen, fand ich es ja nicht so schlimm. Jetzt kriege ich natürlich direkt dafür, dass ich das gesagt habe, eine reingewirkt von den Feuerteilen hier. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich hier weitermache. Gibt es hier vielleicht gleich mal irgendwo so ein Herzchen? Ach nein, nicht die Hasenfalle. Ah, nicht die Hasenfalle. Gut. Mal irgendwas, um auszugleichen, was ich gerade für unnötigen Schaden genommen habe. Nein? Schade. Na gut, dann gehen wir hier hoch und schauen, was wir hier Schönes finden. Gras oder Algen oder Tentakel. Oh. Okay, lass mir erstmal die anderen beiden Türen auschecken. ein Key. Wisst ihr was? Lohnt sich hier nicht, hier weiter zu bleiben, also next one. Und next one. Das Gefühl, hier muss ich rennen. Okay, doch kein einstürzender Boden. Es sah gerade so ein bisschen aus, als könnte er jederzeit einstürzen. Okay. Oh, ich hab's irgendwie bekommen. Ha. Danke, danke, danke. Das ist gerade echt nett. Okay. Okay, okay. Noch ein Schlüssel. Wuhu. Nein. Oh, okay. Gut, so kann man den Damage natürlich auch dodgen. Jetzt kann ich hier lang gehen. Nice, 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 nice. So, schauen wir. Oh. Lass mich einfach durch. Ich will hier gar nicht bleiben. Ich will hier einfach nicht bleiben. Oh, das hätte ich mir sparen können. Ich habe das Gefühl, ich soll das hier verwenden. Anders kann ich mir nämlich jetzt die ganzen Stahlböden nicht erklären. Weil der magische Umhang kostet so... Oh, damn. Oh, wait. Ich habe den ersten Schuss geparried, beziehungsweise geblockt, nicht geparried. Aber leider kann ich die ja nicht reflekten. Selbst wenn, es hätte eh nichts gebracht. Man merkt wirklich, dass die Rüstung einiges ausmacht. Okay, hier brauche ich den großen Schlüssel. Den habe ich noch nicht. Und ich finde das gut so. Klar, bei dem Boss, den wir hatten, da muss ich sagen... Oh, da unten. Da war das scheinbar nicht der Fall, aber... Zumindest scheint das hier in einem Dungeon ganz gut zu funktionieren. Habe ich nicht ganz getroffen oder sind die Wände einfach wirklich nicht rissig? Ach Gott. Die Bombe habe ich ja fatal gesetzt. Egal. Das ist wahrscheinlich ein One-Way-Trip, wenn ich das jetzt schätzen müsste. Wir haben leider gerade keinen Schlüssel dabei, aber ich kann ja hier trotzdem mal langlaufen. Dadurch, dass wir... Ach ja, genau, ich kann jetzt auch unten lang gehen. Oh. Schlüssel? Schlüssel! Jawohl! Und wir können auch hier reingehen. Was haben wir hier? Schnecken. Okay. Und die Schnecken droppen Bomben. Wild. Du-du-du-du-ding. So, jetzt sind wir wieder hier, haben einmal einen Kreis gedreht und gehen sofort hier hoch. Kann ich hier? Nee. Gut, dann rennen. Link, jetzt rennen, Link. Donk. Noch ein kleiner Schlüssel. Okay. Beziehungsweise Fanta, ich muss ja auch... Roleplay-mäßig schon richtig bleiben. Nein, 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 nein. Ich breche einfach meinen Charakter. Ah, das geht ja gar nicht. Okay. Wir haben ja hier unten ein paar Türen gesehen.
Erstmal möchte ich hier auschecken. Ich glaube, es leadet mich direkt zur Tür. Ja, okay, gut. Dann passt das. Nein, nein. Ah, den Damage hätte ich mir sparen können. Ich meine, hat sich ja irgendwo gelohnt, aber... Ach, ne. Was am eh schönes? Die Karte. Oh ja, stimmt. Wir haben die Karte noch nicht gehabt. Na gut. I take it. Dann... Irgendwie lief das gut. Ich will mich nicht beschweren. Aua. Ding. Ich schätze jetzt einfach mal, dass da nichts Besonderes ist. Aber lasst mich trotzdem schauen. Es ist ja nicht weit drin. Ding. Sagt er. Und da ist. Gut, dass ich geschaut habe. Gut, dass ich geschaut habe. Es hat sich gelohnt. Zurück bitte. Hier unten war ich, glaube ich, noch nicht. Da will ich hin. Und dann haben wir noch die Schlüsseltür links. Oder? Doch, hier war ich schon. Oder? War ich hier unten schon? Ach. Weg mit dir. Piu. Rennen, Fanta. Okay. Gut, hier... Es ist gut zu wissen, dass wir den Main-Pfad direkt hier haben. Also, der Dungeon ist nicht so schwierig zu navigieren bisher und das gefällt mir. Das hätte nämlich sehr viel schlimmer sein können. Dann könnte ich ja theoretisch hier runterdroppen, oder? Ich weiß nicht, war hier rechts noch irgendwas? Ach. Hier war das Dungeon-Item. Ja, okay. Da komme ich noch nicht ran. Da brauche ich natürlich den großen Schlüssel für. Den habe ich noch nicht. Aber wir können ja jetzt uns auf der linken Seite weiter umsehen. Ach, come on. Genau. Hier unten haben wir ja noch eine Tür, die ich öffnen kann. Wir haben ja zwei kleine Schlüssel dabei. Das heißt, wir haben ein bisschen Freiheiten in unserer Bewegung jetzt. Und da schauen wir mal hier rein. Und ja, da nutze ich den direkt nochmal, ne? Sehe ich auch gleich, ob ich... Oh. Wild, 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 was der Dungeon hier alles macht. Ich gehe erstmal hier hoch. Die freien Pfade, die erstmal keinen Aufwand erfordern, würde ich sagen. Okay. Soweit, so gut. Lampe an. Donk. Lampe an. Da kommt ein Magier. Der droppt ein Herz. Dafür habe ich jetzt die Lichter angezündet. Hat das keine weitere Bedeutung? Ah, vielleicht hier noch. Gut. Einen Magier haben wir sofort one-shotten können. Ich finde es gut. Vermutlich würden die Magier mit dem normalen Master Sword zwei Hits tanken. Aber das geupgradete Master Sword, das ist schon echt nicht schlecht in so Situationen. Okay. Was haben wir hier? Fanta, ich bin es, Sahasrara. Zünde vier Fackeln an, um den Weg, und der Weg öffnet sich. Okay, er hat sich... War ich zu langsam? Hat sich der Weg deshalb nicht geöffnet? Ja, ich war zu langsam. Okay. Feuer, Feuer. Feuer. Und Feuer. Okay. Sehr schön. Mensch, das wackelt aber lang. Vermutlich bekommen wir dann den Boss-Schlüssel. Dann kann ich direkt das Dungeon-Item holen. Dann kann ich direkt in den Norden gehen. Uiuiuiui. Die haben jetzt wirklich... Wow, 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 wow. Die haben jetzt wirklich so lange gewartet, bis die einzelnen Fackeln ausgegangen sind. Komm her. Oder auch nicht. Oh, ihr habt gewartet, bis ich mit meinem Spin fertig war. Wirklich. Das war ein bisschen gemein.
Na komm. Na komm. Oh, okay. Spawn endlos. Und mehr von euch. Aber hey, dank euch bin ich jetzt wieder full life, also würde ich mich jetzt mal nicht beschweren. Und da schauen wir uns jetzt die erweiterte Ebene an. Aber wo bringt das denn überhaupt was? Öffnet sich hier wirklich ein Weg? Muss ich alle Magier besiegen? Kann ich hier runterdroppen? Ja, ich kann hier runterdroppen. Okay. Ich meine, es war das Naheliegendste, was ich jetzt noch tun konnte. Es sah halt nicht so aus, als könnte man da runterdroppen, weil da diese Fläche gefehlt hat, die sonst immer dabei ist. Aber scheinbar war das möglich. Und wir haben einen Teleporter zurück. Wohin führt er uns? Ah, das ist ja passend. Dring. Und jetzt sind wir direkt vor dem Bossraum, aber oder beziehungsweise vor der Tür, die uns zum Boss führt. Aber wir wollen natürlich erstmal das Dungeon-Item holen, weil da liegt natürlich meine Neugier, was wir Schönes bekommen. Ich bin tatsächlich sehr neugierig. Aua. Wait, du hast mit... Oh. Wait, ihr habt mir immer noch keinen Schaden gemacht. Sehr schön. Das freut mich zu sehen. Lass mich hier hochklettern. Und hier rüber. So. Schnell den Haken ausrüsten. Rüberziehen. Und rennen. Der Somaria-Stab. Er wird dir sehr nützlich sein, wenn du ihn klug einsetzt. Aber was macht er denn? Ihr sagt, er wird nützlich sein, wenn ich ihn klug einsetze. Aber was macht denn der Somaria-Stab? Ich verstehe, inwiefern der nützlich ist. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Alles klar. Das Item ist wirklich verdammt nützlich. Wäre es wahrscheinlich auch im Eispalast gewesen, hätte mir eine ganze Menge Frustration erspart. Aber gut, ich will mal nicht beschweren. Wir haben die Karte noch. Nicht die Karte. Wir haben den Kompass noch nicht. Da unten den Raum links haben wir noch nicht ausgekundschaftet. Dann haben wir bis unten noch einen Mittelraum noch nicht ausgekundschaftet. Ich will mir den noch ansehen. Lass mal zurückgehen und die uns ansehen. Ich will wissen, was ich da verpasst habe. Weil natürlich den... Oh. Gut, dass du gegen die Treppe geprallt bist und ich dadurch keinen Schaden durch das Feuer genommen habe. Genau. Hier und dann links. Das war... Ich weiß nicht mal, was ich hier tun soll. Halt ernsthaft, was muss ich denn da tun, dass ich die Tür links... Ach, nee, ist das ein Teleporter? Ich glaube, das ist ein Teleporter. Oder ich habe die Bombe halt einfach die ganze Zeit so mies gesetzt, dass die Wand nicht explodiert ist. Wir versuchen es noch ein letztes Mal. Nope. Es war nicht die Bombe. Dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich tun soll. Okay, dann haben wir ja hier unten noch den Raum gehabt, genau. Und ich bin ja runtergelaufen. Aua. Musste das sein? Okay, ich prügel euch nicht. Dann gehe stattdessen in diesen Raum. Oh, achso, okay, gut. Ja, ja, okay, gut. Jetzt ergibt das Sinn. Alle Fackeln anzünden, dann kann ich den Raum nach oben öffnen. Aber unten war ich noch nicht. Ich dachte, ich war unten schon, aber war ich scheinbar noch nicht. Dann gehen wir erstmal hier rein. Rubin. Hey, das war fies. Ich find's lustig, dass wir Pfeile droppen, obwohl wir schon so lange keine Pfeile mehr verwendet haben. Ah, danke für diesen Baitraum. Danke für diesen Baitraum, der uns einmal gar nichts bringt. Gut, dann gehen wir hier rein, zünden mal eben schnell alles an. Zack, zack, zack und zack und rein da. Und ich nehme an, das ist der Kompass. Ja, yep. Gut. Damit haben wir, glaube ich, alles an Dungeon-Items, die wir hier am oberen Rand entdecken können.
Ja, und jetzt sehen wir, wo der Boss ist. Der ist nämlich im Norden tatsächlich. Aber vermutlich müssen wir durchs Untergeschoss zu ihm kommen. Weil wir waren auch gar nicht im Untergeschoss. Na gut, lassen wir uns überraschen. Bin ich auf dem richtigen Pfad? Nee, glaub nicht, oder? Der Bosspfad war auf der anderen Seite, wenn mich nicht alles täuscht. Also hier lang und dann... Hier. Ach man, muss das Ding kommen? Genau, und dann hier. War das hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war auf der anderen Seite. Ja, da will ich nämlich hin. Genau, wir müssen jetzt rechts lang und dann kann ich da problemlos hin. Danke für die Magie. Nicht viel, aber man will sich jetzt nicht beschweren, würde ich sagen, ne? Okay, dann gehen wir hier lang. Den Magier one-shotten wir. Danke für das Herz. Und hier rein. Ein guter Chunk Magie. Den habe ich gebraucht. Und jetzt rennen wir mal hier lang. Und wir gehen in die untere Etage. Okay. Der Dungeon gefällt mir bisher. Also das ist einer, wo ich sage, der redeemt sehr stark den ganzen Mist, den wir im letzten Part erlebt haben. Oh, okay, gut. Jetzt muss ich natürlich nur erstmal Orientierung finden. Hier brauche ich den Stab, der besagt, dass ich ihn klug einsetzen soll. Sehr schön, sehr schön. Wo genau befinden wir uns? Okay, ich hätte erst rechts gehen sollen, denke ich. Schauen wir mal. Vermutlich wirst du mich jetzt wieder aussperren. Ja. Er setzt nicht gerade akkurat den Mist. Oh. Achso, nee, never mind. Hier unten brauche ich einen Schlüssel. Okay, gut. Okay. Und es hat nur eine begrenzte Haltbarkeit, wie ich gerade gehört habe. Nein. Oh, damn. Oh, ich kann den auch offensiv verwenden. Das ist interessant. Gut, wir gehen wieder zurück. Und werfen mal das große Ding hier. Bumm. Ich würde mich freuen, wenn ich irgendwo eine Lichtquelle hätte. Weil hier so im Dunkeln tappen ist echt nicht so spaßig, muss ich gestehen. Wir werden vermutlich noch einen Schlüssel finden. Rechts in einem Raum wird es vermutlich irgendeinen Schalter geben, den ich umlegen muss. Und dann kommen wir vermutlich beim Boss an. Wäre jetzt erstmal meine steile Prognose. Okay. Viermal nichts. Ziemlich schwache Ausbeute. Dann gehen wir erstmal hier rein. Okay, das bestätigt mich gerade ein bisschen. Indirekt zumindest. Ah, never mind. Hier ist der Schalter. Den kann ich ja auch mit einem Boomerang hitten. So. Lass mich aber mal kurz entgegenlaufen. Ah. Oh, das war mieses Timing. Aber. Nein! Oh, come on! Ich will doch einfach nur eine Bombe so gut setzen, dass sie... Ah! Nein. Ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht so, wie ich will. Ich hoffe, ich habe noch eine Fee dabei. Wenn nicht, habe ich gerade ein Problem. Nope, habe ich nicht. Okay, gut. Das war ein bisschen unlucky. Wir sehen uns gleich in dem Raum wieder. Bis gleich. Okay, wir sind wieder zurück in diesen Raum. Ich hoffe einfach mal, dass ich mich jetzt halbwegs gut hier durchnavigieren kann. Stimmt.
Ich will ja wieder in den linken Raum. Dann gehen wir da rein. Okay. Okay. Und hier war das mit dem Teil da oben. Bing. Bing. Ah. Ich dachte, ich kann es outrunnen, aber nein, das war nicht der Fall. Ah, genau. Und hier oben bin ich drauf gegangen. Ehrlich gesagt will ich es gar nicht weiter versuchen mit den Bomben. Und wir schauen einfach direkt hier weiter. Glücklicherweise habe ich den Schalter oben nicht umgelegt. Das heißt, wir konnten hier problemlos weitermachen. Und ja, Bombe. Okay. Ein kleiner Geheimgang mit vielen Rubinen. Also es ist wirklich so, dass man das aufsprengen kann, aber... Rubine sind meine kleinste Sorge, weil ich notfalls halt einfach ein bisschen Glücksspiel betreibe und dann kriege ich sie wieder. Pio. Okay. Pio. Genau darauf hoffe ich. Fall runter und gib mir Leben. Aua. Hey. Genau das wollte ich. Also wenn ihr ein ewiger Gegner spawnen seid, der potenziell Herzen droppen kann, dann habe ich kein Problem damit. Dann ist das nämlich alles andere als schrecklich. Im Gegenteil. Setzt natürlich auch voraus, dass ihr Herzen droppt. Okay, dann wollen wir mal hier hochgehen. Potenziell leitet uns das direkt zum Boss. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was sollte das denn? Und es leitet uns tatsächlich zum Boss. Dann wollen wir mal rein da. Was zur Hölle will ich gegen dich machen? Oh. Oh. Okay. Okay. Aua. Oh, du hast den blöden Blitz von dem Magier aus dem Castle. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, ab wann du das machst. Ah, natürlich, wenn du nach draußen schaust. Verstehe, verstehe. Okay. Ja, aber abseits davon ist das natürlich dann kein schwerer Kampf. Ich muss halt wirklich nur darauf achten, sobald du nach draußen lugst, genau. Hab natürlich jetzt ein bisschen verkackt, aber... Ist jetzt nicht das Schwierigste, würde ich... Oh. Okay. Deine Blitzfrequenz steigt ein bisschen. Und deine Reichweite vor allen Dingen. Aua. Okay. Ich habe ja gelernt, ich habe... Oh, wir haben noch ein Super-Elixier. Ich werde auf jeden Fall nachstocken müssen zwischen dem nächsten Part und diesem. Dem Ende von dem. Aua, wie hat mich das getroffen? Komm her. Das ist gerade ein bisschen fatal. Kannst du bitte aufhören? Aua. Ist das dein finaler Angriff? Wenn ja, dann soll es mir recht sein. Dann darfst du aber auch gerne langsamer ableben. Es gibt wirklich keinen Grund, das gerade hinauszuzögern. Los, komm. Aua. Ach, drei Herzenschaden. Okay, ich habe gewonnen. Das war ein knapper Kampf gegen Ende. Wow. Das war mies. Aber hey, wir haben es geschafft. Und damit ist der Swamp Palace erledigt. Ein deutlich besserer und angenehmerer Dungeon als das Elend, was wir davor hatten. Und einer der besten, also generell einer der besten, würde ich jetzt sogar sagen. Er war relativ intuitiv zu navigieren. Es war einfach herauszufinden, was man zu tun hatte. Und ja, der Frustfaktor ist ziemlich niedrig gewesen, muss ich sagen. Fanta, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Ganons Macht allein reichte nicht aus, das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Mit Hilfe des Zauberers Aghanim wurden wir sieben Mädchen hierher entführt. Aghanim. Aghanim. Okay. Such den im Periodensystem.
Erst durch unsere ererbten Kräfte konnte Ganon das Siegel brechen. Danach schloss er uns in Kristalle ein und verteilte uns auf die Verliese der Schattenwelt. Ich meine, du bist das sechste Mädel, das wir jetzt gefunden haben. Er wollte nicht glauben, dass du, der wahre Held, so weit kommen würdest. Nur wartet Zelda auf dich in Schildkrötenfelsen. Du musst dich sehr beeilen. War das nicht in Link's Awakening auch der Schildkröten-Dungeon, der letzte? Ich habe sehr schlechte Erinnerungen. Bitte, bitte lass es nicht nochmal so eine Katastrophe sein. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Alles klar. Woo, wir sind frei! Oh mein Gott, das war ein spaßiger und kurzer Dungeon verhältnismäßig. Hat mir gefallen. Und ja, das war auch schon der Part, würde ich sagen. Im nächsten Part geht's dann höchstwahrscheinlich zum letzten Dungeon oder zum vorletzten, weil danach kommt vermutlich der letzte Dungeon, wo es richtig rund geht gegen Ganon. Und ja, bis dahin, macht's gut!